Hallo und willkommen zu einem neuen Elden Ring Video. Und zwar ist hier ein Camp. Und das untersuchen wir jetzt mal blind. Ist da ein Mond dahinter? Interessant. Und ich bin hier oben. Ganz oben in der Ecke. Also, weit im Westen. Und ich denke, das wird jetzt hier hoch zugehen. Mal schauen, was wir so finden. Oder auch nicht. Vielleicht mache ich auch nur das Camp. Wir werden mal sehen. So. Was war das? Hund schnell weg. Oh! Ich verstehe nicht. Mal schnell das Camp unten. Die müssen von weit oben kommen. Die Stulpen hatte ich noch nicht. Sehr schön. Der Hammer ist echt gut. Da oben. Das habe ich euch gesehen. Dadurch, dass er recht schnell ist. Hohenbogen, immer gut. Ist noch aktiviert, gut. Hier ist noch eine Truhe. Ah, daneben. Kuckucks, Schimmerstein, was auch immer. Gleich mal probieren. Das sind solche Sachen. Beschweißen wir mal den Typen hier mit dem Kopf, den ich immer noch nicht habe. Gib mir den Helm. Schmiedestein 2 und Refugiumstein. Wo ist eure Marke? Mach ich fertig. Oh, na, zum Glück hat er es nicht geschafft. Oh oh. Na, das ging daneben. Oh, Schmiedestein 4. Blutgrinsel eines Albinaurik. Hab ich schon mal bekommen. Kann man Objekte herstellen. Da ist er. Oder? Oder? Oh. Oh, fuck. Komm, lass was Gutes droppen. Mist. Wie so ein kleiner Fatzke hier mich so sehr nerven kann. Gut, er hat einen guten Überblick hier. Einer. Es war nur ein einziger. Mal schön erkunden. Ja, was ist hier steht hier? Lüg nur voraus. Keine Objekte voraus, ja.
mit Lügner voraus meinen die andere Nachrichten. Wenn die zum Beispiel schreiben, ah, hier ist eine Geheimwand und du schlägst dran, schreibt jemand dahinter Lügner voraus. Ah, das war der letzte, deswegen hat es jetzt meine Tränke aufgefüllt. Oha. Ne, ich will das hier. Und okay, ein Schädel. Okay. Wie brüllst du ohne Schädel? What the hell? Getroffen. Geh zu Boden. Durch den deinen Hals. Man kann es nicht. Auch nicht schlecht. Alter. Das ist ein Sack, ey. Was war dein Fehler? Gib mir was. Schade. Ich bringe immer nichts. Ist da noch so einer? Nee. Qualos Kumpels, die lasse ich. Das sind noch mehr Kumpels. Was macht der? Oh, komm, ein Schlag noch. Jetzt wollen wir aber schon wissen, was da oben zu finden ist. Splash Damage hat mich geholt. Die vier Glockentürme. Ah, oh, fuck. Und ich hab's nie geschafft auszuweichen. Zum Glück nur Splash Damage gewesen. Hat anders ausgesehen. Komm, steh auf. Wow. Was war denn das noch?
immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass sie mal was fallen lassen. Den könnte man aktivieren. Also dieses Portal. Aber ich glaube, ich habe keine Steinschwertschlüssel. Müsste ich mir erst kaufen. Schauen wir erstmal weiter. Oh nein, hier sind überall welche. Spitze der Erwartung. Wegstein voraus und die Rache suchen. Bogen suchen. Was steht hier? Ewiger Nachthimmel. Klingt so, als wären da jedes Mal irgendwelche Bosse dahinter. Oder Herausforderungen. Hm. Ja, sehr schön. Benötigt das Objekt voraus. Magischer Schwertschlüssel. Brauche ich das, um das zu öffnen? Brauche ich gar keine Steinschwertschlüssel? Das ist natürlich noch besser. Hier wollen wir nicht runter. Bevor ich aber irgendwas tue, nehme ich gerne einen Gnadenpunkt und level mich. Um einen Punkt. Ja, es muss jetzt wohl erstmal wirklich... Ich bleibe erstmal bei Kraft. Man kann mit Leben einfach nichts falsch machen. Dass erstmal auf 30 ist, werde ich erstmal lange nicht mehr Kraft leveln. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich das bis zum Morgen modden. Bisschen heller wird hier. Achtung, schöner Ausblick. Okay, fangen wir an. Ist ja viel heller geworden. Eigentlich nicht. Aber es wird gleich hell. Gut, jetzt fangen wir hier unten an. Das war doch der erste, ne? Ja. Mal gucken, mal gucken. Magische Schwertschlüssel nutzen, sehr schön. Ja. Bin gespannt. Wo geht's hier hin? Zerfallenes Forum Azula. Sieht aus wie ein Tornado. Viele. Wo zum... What the fuck? Kommt man denn eigentlich auch wieder ins Anfangsgebiet, wo man gegen den Boss kämpft, den man nicht schaffen soll? Man natürlich schaffen kann. Das ist ein Gegner.
Oh oh. Das war mal ein Boss am Anfang, ich wollte es gerade sagen. Uiuiui. Ui, ui. Das mache ich erstmal noch nicht. Krank. Ist der jetzt zerbrochen oder? Ach nee, hier war ja nichts. Stand zwar da. Ich teste es mal. Kennen, ja. Hab so die Vermutung, dass man dort einen finden kann. Verrückt. Sieht schon cool aus. Jetzt habe ich nichts verloren. Alter! Okay, 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 okay. Also schaffen kann... Alter, schaffen kann ich das schon. Muss ich nur ein bisschen geschickter anstellen. Oh. Uiuiui. Jedes Mal weiß ich am Anfang nicht wohin. Fuck, ich wollte nicht runter. Shit, shit. Taste gedrückt, ich Dummkopf. Der wollte den nicht anvisieren. Ich wollte gar nicht runter, damit ich erstmal Gift und alles auf die Klinge mache. Weil was passiert, wenn ich die beiden besiege? Da ist nichts weiter. Ich denke mal, dass sie mir einen magischen Schlüssel geben. Ey, ich laufe immer hier in die falsche Ecke. Wahnsinn.
Oh shit. Der wartet einfach unten. Genau an der richtigen Stelle. Junge. Die Reichweite von dem, das ist doch beschissen. Er hat's geschafft. Oh. Der Schütze muss weg. Wenn der Schütze weg ist, kann ich mich konzentrieren auf den richtigen. Niemals aufgeben. So, das kann ich ruhig trinken. Da ist der Schütze. Na, wie gefällt dir das? Ah, Mist. Junge! Und runtergefallen. Also hier ist nichts weiter. Es muss um die zwei Typen gehen. Das lief jetzt nicht so gut. Dem ersten Sprung, wo ich runtergefallen bin und den direkt zweimal geschlagen hatte, hatte ich ihn auf die Knie. Und das muss ich wieder schaffen und dann direkt abstechen. Und vergiften wäre cool. Das schaffen könnte. Das ist so.
Es ist nur der Nahkämpfer. Das Problem. Der Kleine ist es nicht. Er hat ihn nicht getroffen. Er hat ihn nicht getroffen. Schütze ist weg. Wie sieh ihn an, Mensch. Oh. Die Reichweite davon ist abnormal. Er hat mich erwischt. Jawohl! Boah! Ist tot, ja. Und nun? Shit. No! Pferd kann ich nicht holen. Scheiße. Benötigt das Objekt voraus. Hier geht's tatsächlich runter. Perldrachen-Talisman. Und das jetzt nicht der Shit ist hier. Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden. Talisman mit einem uralten Drachen, der wie eine Perle schimmert. Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden. Der uralte Drachen, die in der Ära von den Erdenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Arten von Schutz. Also praktisch. Nicht körperlich bedeutet ja alles andere, oder? Wie zum Beispiel magisch Feuer, Blitz, heilig, oder? Verstehst du richtig? Die Resistenzen unten muss ich mir mal angucken. Resistenz, Robustheit 237, 254. Da ändert sich nichts. Hat sich das bei magisch verändert? 116, 115. Nee, vielleicht sehe ich es auch so nicht. Knüppelhart die Scheiße. Dann kriegst du einen Talisman, den man nicht versteht. Yay. Karte versuchen, ja, sehr gut.
Den muss ich mal noch ein bisschen weiter probieren. Wo war ich? Hier oben war ich. Das war einer. Oh Gott. Die Frage ist, wo kriegt man noch weitere her? Also noch weitere Schlüssel, hier war ja nur einer. Ich würde gerne auch schon die anderen sehen wollen. Zählt das jetzt als abgeschlossen? Oder gibt es später einfach mehr davon? Das denke ich nämlich bald eher. Okay, dann sehen wir uns später mal wieder in dem Video, in einem weiteren Video, wie ich die zwei weiteren Türme noch mache. Falls ich sowas finde. Ja, ich sehe das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat oder geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da, Like, Kommentar, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss!